Am Anfang stehen mehrere tausend Bodenproben, gesammelt auf der ganzen Welt, vom Flussufer in den Tropen bis zum heimischen Stadtpark. Von außen nicht zu erkennen, steckt in einer dieser Proben das Potenzial für eines der vielversprechendsten neuen Krebsmedikamente, Epotilon. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig haben sich die Wissenschaftler bereits vor 25 Jahren auf Naturstoffforschung spezialisiert. Damals noch unter dem Namen Gesellschaft für biotechnologische Forschung. In den Proben aus der Natur suchen sie nach Wirkstoffen für den Pflanzenschutz oder die Medizin. 1985 isolieren sie ein zukunftsträchtiges Bakterium. Die Forscher wissen, selbst in winzigen Erdproben stecken hunderte verschiedener Bakterienarten. Um ihre Suche einzugrenzen, entscheiden sie sich daher für eine Gruppe bislang wenig beachteter Bakterien. Diese sogenannten Myxobakterien zeigen ein besonderes Schwarmverhalten, wie man an ihrem charakteristischen Wachstum erkennen kann. Tatsächlich, in Probe 510 finden die Forscher den entscheidenden Bakterienstamm Sorangium cellulosum oder kurz SOCE90. Doch zu diesem frühen Zeitpunkt ist der Bakterienstamm für sie noch einer von vielen. Welches außergewöhnliche Potenzial darin schlummert, dass diese Bakterien Epotilon produzieren und welche Wirkung das hat, entdecken sie erst 1987. Das Epotilon wurde im Rahmen eines Screening, also eines Suchprogramms, mit Myxobakterien gefunden. Inzwischen haben wir 40 Stämme von Sorangium cellulosum gefunden, die Epotilon synthetisieren. Wir haben aber 1700 Stämme getestet und alle anderen machen kein Epotilon. Das heißt, es ist tatsächlich die Eigenschaft eines individuellen Stamms, eine solche Substanz zu synthetisieren. Die Forscher haben es auf die Stoffwechselprodukte der Bakterien abgesehen. Um diese zu bekommen, wird der jetzt reine Bakterienstamm in eine Nährlösung gegeben. Dabei sind Verunreinigungen das größte Problem, denn Fremdbakterien lauern überall. In sogenannten Schüttelkolben haben die Bakterien gute Wachstumsbedingungen, viele Nährstoffe, Wärme und, durch das Schütteln, Sauerstoff. Während sich die Bakterien vermehren, bilden sie für den eigenen Stoffwechsel verschiedene Wirkstoffe. Ein Teil dieser Wirkstoffe gelangt auch in die Nährlösung. Dort werden sie von speziellen Absorberkügelchen aufgenommen. Anschließend werden die Wirkstoffe mit Lösungsmitteln wieder aus den Absorberkügelchen herausgeholt. Der sogenannte Rohextrakt entsteht, eine Mischung aller Wirkstoffe des Bakteriums in konzentrierter Form. Im nächsten Schritt überprüfen die Forscher, welche Wirkung dieser Rohextrakt auf verschiedene Testorganismen hat, zum Beispiel auf Pilze. Ein wirkungsvoller Pilzvernichter könnte vielleicht als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Hier fällt die Probe von SOCE90 dem Mikrobiologen Klaus Gerd zum ersten Mal auf. Ihr Hemmhof, der helle Bereich um das Testplättchen, ist außergewöhnlich groß. Dort wachsen keine Pilze mehr. Probe SOCE90 könnte also ein vielversprechendes Antipilzmittel werden. Doch noch ist unklar, welche Substanz genau für diese Fungizidwirkung verantwortlich ist. Um das herauszufinden, müssen die Forscher den Rohextrakt erst in seine einzelnen Bestandteile auftrennen. Und das ist gar nicht so einfach, denn die einzelnen Substanzen unterscheiden sich teilweise nur durch wenige Atome. Trotzdem benötigen die Forscher eine ausreichende Menge, um die einzelnen Substanzen genauer auf ihre Wirkung zu testen. Die größte Hürde lag natürlich am Anfang der Entdeckung. Der Wildstamm des Bakteriums produziert nur ganz winzige Mengen der Substanz. Und für den Chemiker war es natürlich ein Problem, diese Substanz in reiner Form herzustellen und dann seine Struktur aufzuklären. Es gelingt dem Chemiker Norbert Bedorf, eine ausreichende Menge zu isolieren,
und die Struktur mithilfe der sogenannten Kernresonanzspektroskopie und Kristallstrukturanalyse zu untersuchen. Daraus ergibt sich, aus welchen Atomen der Wirkstoff aufgebaut ist und wie sie im Raum angeordnet sind. Die chemische Zusammensetzung verleiht dem Wirkstoff schließlich auch seinen Namen, Epotilon. Die Forscher lassen sich die Entdeckung des Epotilons patentieren und bauen auf einen Einsatz als Pflanzenschutzmittel. Sie beginnen sogar mit einer erweiterten Produktion, um den Wirkstoff in größeren Mengen herzustellen. Doch dann kommt 1994 der Rückschlag. Verschiedene weiterführende Tests zeigen, Epotilon wirkt nicht nur gegen Pilze, sondern schädigt auch die Pflanzen und menschliche Zellen. Das ist das Aus für seinen Einsatz als Pflanzenschutzmittel. Nachdem Industriepartner auch kein Interesse an einer Weiterentwicklung der zytotoxischen Wirkung finden, beenden die Forscher die Bearbeitung des Epotilons und wenden sich lieber anderen Bakterienstämmen zu. Völlig überraschend wird das Epotilon 1995 wiederentdeckt. Das amerikanische Unternehmen Merck Sharp & Dohme ist auf der Suche nach einem neuen Krebsmedikament. Es soll so ähnlich wirken wie das bereits bekannte Taxol. Mehrere tausend Naturstoffe werden an verschiedenen Tumorzellen getestet und nur einer zeigt die gewünschte Wirkung, Epotilon. Daraufhin untersuchen auch die Forscher des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, wie Epotilon die Vermehrung von Tumorzellen verhindert. Und sie können den faszinierenden Wirkmechanismus bestätigen. Das Epotilon greift die sogenannten Mikrotubuli in der Zelle an, grün dargestellt. Die dünnen Röhrchen durchziehen die gesamte Zelle. Dabei verändern sie ständig ihre Lage, indem sie wachsen und schrumpfen. Sie sorgen für die Stabilität der Zelle und transportieren lebenswichtige Stoffe. Außerdem sind die Mikrotubuli bei der Zellteilung für die Trennung der Chromosomen zuständig. Unter Einfluss von Epotilon verlieren die Mikrotubuli jedoch ihre Fähigkeit zu schrumpfen. Sie klumpen zusammen und versagen auch bei der Trennung der Chromosomen. Die Folge? Die Zelle startet ihr Selbstmordprogramm und der Zellkern löst sich auf. Jede Zelle, die sich teilen will, stirbt. Der Vorteil daran? Da sich Krebszellen besonders schnell teilen, wirkt das Epotilon sehr effektiv und gezielt auf diese Zellen. Für die weitere Entwicklung benötigen die Forscher jetzt große Mengen Epotilon. Doch es reicht nicht, die Laborproduktion in kleinen Schüttelkolben einfach auf einen größeren Maßstab im Fermentor zu übertragen. Denn trotzdem bleibt die Ausbeute gering. Der ursprüngliche Wildstamm der Bakterien produziert eben nur winzige Mengen des Wirkstoffs. 4 Jahre lang züchten die Wissenschaftler daher die produktivsten Bakterienstämme heran und suchen nach den optimalen Wachstumsbedingungen. Erst als die Ausbeute auf das 20-fache gestiegen ist, lohnt es sich, die Fermentoren im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung anzuwerfen. Nach der weiteren chemischen Aufbereitung steht das Epotilon in reiner Form zur Verfügung. Die Arbeit hat sich gelohnt. Innerhalb kurzer Zeit können jetzt ausreichende Mengen hergestellt und dem Industriepartner Bristol-Myers übergeben werden. Genug für alle weiteren Tests auf Wirkung und Nebenwirkungen von Epotilon im Tierversuch. Die klinischen Studien sind erfolgreich. Die amerikanische FDA, die Zulassungsbehörde für Medikamente, gibt grünes Licht. Am 16. Oktober 2007 wird das Epotilon-Derivat Ixabepilone in den USA als Brustkrebsmedikament zugelassen. Ein besonderer Erfolg für den Biologen Hans Reichenbach. Er hat vor über 20 Jahren die richtige Entscheidung getroffen und die damals wenig beachteten Myxobakterien zum Forschungsschwerpunkt gemacht. Gemeinsam mit seinem Chemikerkollegen Gerhard Höfle hat er dann langen Atem bewiesen.
Jetzt blicken beide auf die zukünftigen Chancen, die ihre Arbeit ermöglicht hat. Das Epothelon wird zunächst nur für Brustkrebs zugelassen. Aber klinische Studien haben schon gezeigt, dass auch andere Krebsformen mit Epothelon behandelt werden können. Der entscheidende Vorteil des Epothelons gegenüber anderen Chemotherapeutika ist, dass es gegen resistente Tumorzellen außerordentlich gut wirkt und so Patienten behandelt werden können, bei denen diese anderen Medikamente versagen. Bristol-Myers Squibb bringt das Epothelon unter dem Handelsnamen Xempra auf den Markt.